Artikelnummer SCP-871 Objektklasse Keter Sonderverwahrungsverfahren. Jede Instanz von SCP-871 muss in einer separaten, verschlossenen Betonzelle auf einer an einem unbeweglichen Holztisch befestigten Metallplatte verwahrt werden. Jede Zelle, in welcher sich eine Instanz von SCP-871 befindet, ist rund um die Uhr mittels Videokameras zu überwachen, wobei die einzelnen Aufnahmen jeweils alle 15 Minuten überprüft werden müssen. Wenn eine Instanz von SCP-871 erscheint, müssen 3 D-Klasse-Mitarbeiter von bewaffneten Wachen in die Zelle eskortiert werden, wo sie mit der Instanz eingeschlossen und zum Verzehr dieser veranlasst werden. Diese Aufgabe darf nicht länger als eine Stunde in Anspruch nehmen. In Fällen, in denen sich eine zusätzliche Motivation des Personals als erforderlich erweist, ist die Terminierung eines der SCP-871-Instanz zugewiesenen D-Klasse-Mitarbeiters gestattet. Nach Abschluss des Verzehrs einer Instanz dürfen die Mitarbeiter die Zelle erst verlassen, nachdem der Raum gründlich auf Reste der Instanz überprüft wurde. Anschließend sind Metallplatte, Tisch und Zelle als Vorbereitung auf die nächste Instanz zu reinigen. D-Klasse-Personal, das sich beim Verzehr einer SCP-871-Instanz als kooperativ erwiesen hat, darf sich freiwillig an weiteren Verzehrvorgängen beteiligen. Personal, welches sich als außerordentlich nützlich erwiesen hat, darf seine monatliche Terminierung verschieben lassen. Diese Mitarbeiter dürfen unter keinen Umständen mit anderen SCP-Objekten interagieren. In Einrichtungen, die eine Instanz von SCP-871 verwahren, dürfen vor Ort keine Desserts jeglicher Art serviert werden. Beschreibung: Bei SCP-871 handelt es sich um eine Sammlung von 237 Kuchen. Exemplare von SCP-871 unterscheiden sich stark in Aussehen und Größe und decken die gesamte Palette der Lebensmittel ab, die gemeinhin als Kuchen bezeichnet werden. Die kleinste beobachtete Instanz war ein Mini-Cupcake mit einem Gewicht von 15 Gramm. Die größte bisher beobachtete Instanz war ein 22 Kilogramm schwerer Baumkuchen von 2 Metern Länge. Wenn ein beliebiges Exemplar von SCP-871 von einem Menschen oder einer Gruppe von Menschen konsumiert wird, wird es etwa 24 Stunden später durch einen ähnlichen Kuchen ersetzt. Dieser Kuchen erscheint auf einer flachen Oberfläche in der Nähe des Ortes, an dem die vorherige Instanz gegessen wurde. Wenn einer dieser Kuchen auf andere Weise als durch den Verzehr durch einen Menschen einschließlich des Verzehrs durch ein nichtmenschliches Tier erheblich beschädigt wird, wird er sofort ersetzt. Auf diese Weise neu erstellte Instanzen behalten den Zeitplan der ursprünglichen Instanz bei. Der Mechanismus, durch den Instanzen von SCP-871 ersetzt werden, ist derzeit nicht bekannt. Es konnte beobachtet werden, dass einzelne Exemplare von SCP-871 im Laufe der Zeit mutieren, wobei sich die Merkmale der einzelnen Instanzen geringfügig unterscheiden und größere Veränderungen bei etwa 5% der Ersetzungen auftreten. Es wurden keine schädlichen Auswirkungen des Verzehrs von SCP-871 beobachtet, auch nicht in Fällen, in denen mehrere Exemplare verzehrt wurden, mit Ausnahme derer, die durch den Verzehr großer Kuchenmengen zu erwarten sind. Die Gefährlichkeit von SCP-871 resultiert in den Folgen, wenn die Instanz nicht verzehrt werden sollte. Jedes nicht verzehrte Exemplar von SCP-871 erzeugt 24 Stunden nach seiner Erzeugung einen neuen Kuchen in seiner Umgebung. Während dies dem normalen Ersetzungsverhalten ähnelt, verliert die ursprüngliche Instanz nicht ihre Fähigkeit und ersetzt sich bei Beschädigung oder erzeugt nach weiteren 24 Stunden einen weiteren Kuchen. Dieses Verhalten konnte immer dann beobachtet werden, wenn mehr als 10% der ursprünglichen Masse einer Instanz nicht konsumiert wurden. Da keine Methode bekannt ist, die Replikation von SCP-871 zu stoppen, könnten sich die Instanzen exponentiell replizieren und schnell unkontrollierbar werden. Bisher konnten keine realistischen Pläne für die Eindämmung von mehr als 20.000 Instanzen von SCP-871 entwickelt werden. Es wird geschätzt, dass ein unkontrollierter Ausbruch, der von einer einzigen Instanz ausgeht, die Erde innerhalb von 80 Tagen unbewohnbar machen würde.